Ihr wollt wissen, wo ihr so dicht an der Mosel stehen könnt? Dann schaut euch unbedingt dieses Video an. Bei unserer Tour durch Rheinland-Pfalz sind wir durch das kleine Wein- und Feriendorf Neef gekommen und eigentlich nur durch Zufall auf diesen tollen Stellplatz gestoßen. Der Wohnmobilstellplatz zum Frauenberg befindet sich direkt am Ortseingang und man gelangt zu den Stellplätzen, wenn man unter der Moselbrücke durchfährt. Der Stellplatz soll Platz für bis zu 100 Wohnmobile bieten, aber wir hatten dennoch nicht das Gefühl, dass wir es als zu voll empfunden haben. Der Stellplatz überzeugt durch seine Lage direkt am Moselufer. Und wenn man ein bisschen Glück hat, kann man einen Platz direkt am Ufer ergattern. Die einzelnen Stellplätze sind nicht parzelliert und die Fahrzeuge müssen auf den Rasenflächen platziert werden. Wohnwagen sind hier nicht erlaubt. Die ausgebauten Wege zu den Rasenflächen kann man gut fahren. Allerdings kann die Rasenfläche, auf der man das Fahrzeug parken soll, bei Dauerregen matschig werden. Der Stellplatz verfügt über eine End- und Versorgungsstation. Das heißt, ihr könnt hier Frischwasser auffüllen, Grauwasser entleeren und natürlich eure Chemietoilette entsorgen. Zudem verfügt der Platz über eine Müllsammelstelle. Sanitäre Anlagen gibt es hier leider nicht. Demnach empfehlen wir den Platz eher für autarke Reisefahrzeuge. Der Stellplatz ist umgeben von Weinbergen und liegt am Fuße des Petersberg, den man vom Platz aus über verschiedene Wanderwege erkunden kann. Aber Neef hat noch viel mehr zu bieten. Der ca. 200 Meter vom Stellplatz entfernte Ort bietet verschiedene Restaurants und Straußwirtschaften. Es lohnt sich also, einen Abstecher in die Ortschaft zu machen, die auch durch die kleinen Häuser und Gassen sehenswert ist. Wenn ihr lieber in oder vor dem Wohnmobil essen und trinken wollt, dann empfehlen wir euch, einen leckeren Moselwein bei einem der Winzer zu kaufen. Wo wir zuletzt in Österreich waren, habe ich ja gesagt, ich möchte unbedingt mal ein Foto mit dem Gipfelkreuz. Und schaut mal, was da steht. Da gehen wir jetzt hoch, auch wenn das hier gar nicht so hoch ist, aber Hauptsache, ich kriege endlich mein Gipfelkreuzfoto. Neben einer Vielzahl an abwechslungsreichen Wanderwegen, die euch nicht nur durch die Weinberge, sondern auch durch ruhige Waldwege führen, könnt ihr vom Stellplatz aus in wenigen Gehminuten die Klosterruine Stubben in der Nähe der Ortschaft Bremm erreichen. Der Weg dahin führt euch über eine geteerte Straße ohne Steigung. Von der Ruine aus könnt ihr an der anderen Moseluferseite den Kalmont, Europas steilsten Weinberg, sehen. Während unseres Aufenthalts sind wir sogar bis nach Bulley gewandert. Die ca. 10 Kilometer lange Strecke führt euch entlang der Weinberge und durch einen Wald und ist sehr einfach zu gehen. Wir haben uns auf den Stellplatz sehr wohl gefühlt und werden definitiv nochmal wiederkommen. Ach übrigens, wenn ihr morgens gegen 9 Uhr von einem hupenden Fahrzeug geweckt werdet, dann ist das der Brötchenservice. An trockenen Tagen wird der Platz gegen späten Nachmittag auch von einem Eiswagen besucht. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was meint ihr, was gibt es Schöneres, als bei strahlendem Sonnenschein vor der Mosel zu sitzen, ein Glas Moselwein zu genießen oder ein leckeres Eis zu schlecken.